Hallo in die Runde, der Bauer aus der Mark. Ja, heute war in weiten Teilen Deutschlands, also in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und in Stuttgart sehr viel geschützter Verkehr. Straßenverkehr. Der wurde beschützt von Traktoren, dass die nicht so doll rasen. Die Kollegen in Sachsen und in Stuttgart, die haben die Messlatte für Demos sehr, sehr hoch gesetzt. Hut ab, Jungs, ihr habt richtig, was ihr konnt. In so einer kurzen Zeit so viele Leute zu mobilisieren, ja, und die waren alle nicht vom LSV, da waren einige bei von anderen Verbänden. Ja, Herr Minister, jetzt kommen wir zu Ihnen. Das Wort Minister ist mir rausgerutscht. Naja, ihr wisst schon, wen ich meine, den Minister. Der hatte in einem Fernsehinterview bei dem Morgenmagazin gestern gesagt, ja, es gibt zu denken, weil ja jetzt konventionelle und Biobauern sich verbünden und Verbände, Landwirtschaftsverbände, die vorher nicht miteinander umgehen konnten, sich verbünden gegen diese Scheißpolitik. Da hast du schon recht. Aber vielleicht ist dir aufgefallen, Meister, ich war schon 19 draußen, auch als Biobauer war ich draußen. Meine Kollegen waren als Biobauern genauso mit gegen diese Scheißpolitik. Ob das die Düngeverordnung waren, die Pflanzenschutzmittelreduzierung oder das Insektenschutzgesetz oder jetzt am Montag die Dieselkürzung. Tja, warum wohl? Weil wir alle im gleichen Boot sitzen. Wir wollen Nahrungsmittel produzieren und wir streiken nicht für eine 35-Stunden-Woche, du Hamel. Wir sind einfach nur auf dem besten Weg, dahin von euch ruiniert zu werden. Und da kommen wir jetzt auf den Punkt. Viele Fragen von den Bürgern, die ringsrum sind oder die man trifft bei den Demos, ja, macht ihr denn weiter, wenn ihr eure Dieselstützung habt oder eure Kfz-Steuer abgesagt wird? Ja, ganz knallhart, ja. Wir müssen gegen diese verkorkste Politik vorgehen, gegen Versagen in der Politik, gegen diese Versager, die jetzt an dem Drücker sind. Das sind einige Beispiele. CO2-Abgabe wird wieder erhöht. Wem nutzt die? Dem Klima ganz bestimmt nicht. Die brauchen Geld für Projekte in aller Welt. Frau Lemke 1,5 Milliarden nach Kanada geschleppt für die Biodiversität in Kanada. Alles klar. Da werden 10 Milliarden Entwicklungshilfe nach Indien geschickt. Indien fliegt ins Weltall, schickt Satelliten hoch. Da werden 675 Millionen Euro jedes Jahr nach China überwiesen, Entwicklungshilfe, weil China ja zum Mond fliegt. Die liegen heute noch auf der Seite und lachen. Da wird ein Land bekämpft, was die besten Rohstoffressourcen hat, wie alles Mögliche, wie kein anderer, wo wir billig hätten Energie beziehen können und gleichzeitig Alternativen entwickeln können, um diese Energien später mal abzuschaffen, weil wir denn jetzt noch das Geld dafür hätten. Diplomatie, das Wort, gibt es in dieser Regierung nicht. Jeder, der gegen diese Regierung ist oder gegen diese Politik dieser Regierung, ist ein Rechter, ein Schwubbler, ein Scharfmacher. Beste Beispiel bin ich und mein Kollege, wenn wir die Videos machen. Wir sind Scharfmacher. Es gibt Leute, die schleppen Gelder nach Peru für Fahrradwege und Busse, wie wenn die sonst nicht keine anderen Probleme haben. Es gibt Menschen, die schleppen Geld nach Kenia, um Scheißhäuser zu bauen. Ja, sowas gibt es. Und alle so eine Sachen. Wir müssen das nicht weiter aufzählen. Wir müssen aber von den Leuten reden, die das betrifft. Das sind wir Bauern. Das ist aber auch jeder Handwerker. Jeder Trucker, der da draußen rumfährt mit Diesel oder mit Maut. Das trifft jeden, der die Produkte hier auf dem Hof holt, von hier wieder weg in den Laden, bezahlt alles der Verbraucher. Also ihr, die kleinen Leute sozusagen. Die, die eigentlich bloß arbeiten gehen und leben wollen. Oder mal in Urlaub fahren wollen. Nein, das wird bald gestrichen. Weil ihr sollt ja mit dem Elektrofahrrad fahren. Oder mit dem Elektroauto. Bloß wo kommt die Energie her? Ich wundere mich immer noch, dass die Biogaser so ruhig bleiben. Vielleicht haben sie ja irgendwann nächste Woche mal einen Ölwechsel vor. Oder einen Zündkerzenwechsel. Morgens um 9. Kann ja sein. Alle so eine Probleme, die wir haben, die hat auch jeder andere Bürger. Die Apotheker. Beste Beispiel sind die Krankenschwestern. Hoch bejubelt und beklatscht und hinterher in den Arsch getreten. Krankenhäuser werden zugemacht.
Ganze Regionen werden medizinisch unterversorgt. Siehe Neubrandenburg. Da wird am 01.01. der zahnärztliche Notdienst abgeschafft. Umkreis von 40 Kilometer ist da keiner mehr. Die müssen alle weiterfahren. Mit so einer Wacke irgendwo hinfahren. Aber wir klatschen immer noch der Politik zu, oder wie? Und sagen, ja, die macht's doch toll. Hatte ich auch so einen Anruf. Den habe ich gleich abgewürgt am Telefon. Das war Schluss aus. So was kann ich mir nicht anhören. So ein grünes Gesabber kann ich mir nicht anhören. Geht nicht. Es gibt viele Dinge, wo man sich streiten kann. Müssen wir die Straßen zumachen oder nicht? Nee, wir wollen bloß wachrütteln. Mehr wollen wir nicht. Wachrütteln, dass alle Menschen, die hier sind, ob mit Apotheker, Klempner, Handwerker, Rentner sind, normale Kindergärtner oder, ganz normale Sekretärin, die irgendwo arbeiten und jeden Pfennig zusammenkratzen müssen, um ihre Miete zu bezahlen und Strom zu bezahlen und dennoch GEZ-Gebühren zu bezahlen für Länder, für Sender, die sie belügen, jeden Tag belügen. Diese Sachen. Diese Leute müssen mit uns gemeinsam, also alle, auf die Straße, dass wir gegen diese Politik vorgehen, die von Versagern und Nichtskönnern gemacht wird. Das fängt ganz oben im Staat an und es geht ganz nach unten in diese Parteizentralen. Versager, wo man hinguckt. Also, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, ein christlich gesegnetes Weihnachtsfest. Das ist auch so eine Sache. Jetzt bin ich aber ein Hetzer, ein Rassist, wenn ich sage, ich wünsche euch ein christliches, gesegnetes Weihnachtsfest. Aber trotzdem, habt schöne Tage und wir sehen uns im neuen Jahr irgendwo auf der Straße, hier im ganzen Land. Bis denn, der Bauer aus dem Mark.